Nityananda, hier in Bengaluru Adenam in Indien. Heute möchte ich wieder was aus dem Buch Living Enlightenment mit euch teilen von Paramahamsa Nityananda. Und zwar geht es heute um das Ziel der Mission von Paramahamsa Nityananda, also die Nityananda-Mission. Ziel meiner Anwesenheit auf der Erde ist es, einen neuen Zyklus des individuellen Bewusstseins zu beginnen, damit das kollektive Bewusstsein in den Bereich des höheren Bewusstseins eintreten kann. Um dies zu erreichen, werden hunderttausende Menschen als Jivanmuktas initiiert. Jivanmuktas sind befreite Wesen, die die lebendige Erleuchtung erfahren. Eine Milliarde wird in Nitya Dhyan Life Bliss Meditation initiiert. Dies alles mit dem Ziel, einen Wechsel im individuellen Bewusstsein auf unserem Planeten herbeizuführen. Meditationstechnik für den globalen Frieden. Wollen wir den globalen Frieden näher kommen, müssen wir mit dem individuellen Frieden jedes Einzelnen beginnen. Meditation für globalen Frieden ist eine kollektive Meditation. Es ist eine sehr einfache, aber kraftvolle Meditation. Sitzt in einem großen Kreis oder wenn zu wenig Platz ist, in mehreren konzentrischen Kreisen und gebt euch alle die Hände. Die rechte Hand ergreift die Hand des Nachbarn mit der Handfläche nach unten. Das bedeutet, Frieden und Glück zu schenken. Die linke Hand wird mit der Handfläche nach oben dargeboten, um Frieden und Glück vom Nachbarn an deiner linken Seite zu empfangen. Durch so einen Menschenkreis wird ein kraftvolles Energiefeld erzeugt. Die meditative Energie einer Person wird mit allen anderen geteilt. Die Meditation sollte für wenigstens 21 Minuten gemacht werden. Nityanandam.